Ja, hallo YouTube, Standardskill am Start, heute mit einem neuen Video und zwar heute geht es weiter mit dem Business Update DLC und zwar sind ja auch neue Masken dazugekommen und Hüte, die man am West Pookie Beach erwerben kann. Ihr könnt euch halt mal die Masken reinziehen, die sehen richtig nice aus. Das sind nämlich die Hockey-Masken, die hat Rockstar sehr schön mit kreativen Motiven verändert. Man muss wirklich sagen, die Masken sind erste Sahne. Wenn man diese mal mit den alten, besonders mit den alten Eishockey-Masken vergleicht, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich habe mich richtig gefreut, wo ich mir diese reingezogen habe, weil Wahnsinn sehen die aus und für Banküberfälle auf jeden Fall richtig gut zu gebrauchen. Und da kann man sich auf jeden Fall ein lustiges Team zusammenstellen, wenn man dann noch so eine coolen Masken auf hat. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste DLC, das hoffentlich bald kommen wird und die Banküberfälle beinhaltet. Unter anderem gibt es auch neue Hüte, es gibt da Zylinder, dann gibt es noch die alten Sachen, haben sich halt auch mit neuen Motiven ein bisschen verändert, werde ich hier euch alles im Video zeigen und unter anderem gibt es auch neue Tattoos im Tattoo-Laden, muss ich wirklich sagen, richtig coole Dinger dabei, also ihr könnt ja hier schon ein bisschen gucken, mein Crew-Emblem kann man sich jetzt tätowieren lassen, sieht auf jeden Fall richtig nice aus, also kann ich euch wirklich mal empfehlen, schaut auf jeden Fall am West Pookie Beach zu den Masken vorbei und im Tattoo-Studio müsst ihr auf jeden Fall auch vorbeigucken. Hier kommen jetzt noch die Hüte, dann die Tattoos. Ich lasse euch alleine mit dem netten Video. Und das war's gewesen. Haut da rein, kauft da ihn. Standardskill ist ihn.